Die einen mähen, die anderen spähen. Zweifellos eine robuste Überleitung zum nächsten Thema, aber ich will es kurz halten. Denn die Spähaffäre um BND und NSA ist erstens etwas abgenutzt und zweitens kann man sowieso nichts machen. Ja, nicht einmal die Offenlegung der Listen, die zeigen sollen, wen die Amerikaner alles abgehört haben, würde was bringen. Und der Grund ist einfach zu herzig. Die Liste selbst ist zu groß, um aussagekräftig zu sein. Und selbst wenn man die Namen oder IP-Adressen hätte, das ist bei weitem noch kein Gesetzverstoß, sondern das zeigt nur, dass die Amerikaner Interesse in Europa und Deutschland haben. Die Liste ist zu groß, um aussagekräftig zu sein. Bedeutet wohl, wir haben einfach jede relevante Firma in Deutschland ausspioniert. Vielleicht veröffentlichen die einfach eine Liste der Firmen, die sie nicht belauscht haben. Sanitäranlagen Schmidt, Bodenentknarzer, Meierlein und Sohn, sonst aber alle. Aber es geht ja um nichts Wichtiges. Nur darum, dass der deutsche Staat vielleicht geholfen hat, deutsche Firmen auszuspionieren und uns alle anderen auch. Also um Grundrechte, Demokratie und so. Geht es nicht? Richtig, Sie haben recht. Es geht eigentlich um die Frage, was man in einer Koalition überhaupt sagen darf. Das Vorgehen von Herrn Gabriel in der Sache BND, das halte ich für inakzeptabel. Sie haben die Union ja nicht geheiratet. Das ist eine Lebensabschnittspartnerschaft, die 2017 enden soll. Wenn jemand in einer ernsthaften Sache krawallig sein will, um des Krawallens willen, ja, kann er das tun, freies Land. Diese Form und dieser Stil ist völlig inakzeptabel. Also wirklich, diese Form und dieser Stil gegenüber dem Koalitionspartner, das ist wirklich inakzeptabel. Ja, genau. Moment mal, was ist denn das da im Hintergrund? Ah, ein CSU-Plakat zum Mindestlohn und gegen den Koalitionspartner SPD. Ja, so viel zum Thema guter Stil.